Grüezi und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich, wie ich in meinem Home-Studio mit doch etwas beschränkten Platzverhältnissen eine Umgebung für Greenscreen-Aufnahmen eingerichtet habe. Zu diesem Thema sind bei YouTube bereits unzählige Videos zu finden und trotzdem möchte ich meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, weitergeben. Ich habe sehr viel ausprobiert, immer wieder alles umgebaut und bin dabei x-mal gescheitert. Außerdem möchte ich auch zeigen, wie ich dann die Aufnahmen in DaVinci Resolve so weiter bearbeite, dass diese Technik auch sinnvoll genutzt werden kann. Dieses Video ist mit dem nachfolgend gezeigten Setup aufgenommen und wie man sieht, ist es sehr einfach, den Hintergrund durch beliebige Standbilder oder auch Videos zu ersetzen. Ich möchte diese Technik nutzen, um in meinen Videos einen beliebigen Hintergrund, natürlich passend zum Thema, oder aber auch kurze Videosequenzen im Hintergrund abzuspielen. All dies ist mit diesem Setup möglich. Allerdings ist der Aufbau in einer Umgebung mit eingeschränkten Platzverhältnissen doch sehr aufwendig. Natürlich muss dann auch noch der Vordergrund, sofern dieser im Bild sichtbar sein soll, richtig gestaltet werden. Mein komplettes Setup steht auf einer Fläche von gerade 10,8 Quadratmeter und passt so genau in mein Büro, ohne dass ich mich allzu stark einschränken muss. Wegen den eingeschränkten Platzverhältnissen habe ich mich für einen zusammenlegbaren Greenscreen von Lasterlite in der Größe 6x7 Fuß entschieden. Dieser kann bei Bedarf mit zwei Stativen und einer horizontalen Stange in der benötigten Höhe montiert werden. 6x7 Fuß sind in unserem Längenmaß ca. 183x213 cm. Zusammengelegt benötigt dieser sehr wenig Platz. Ich präsentiere lieber sitzen und habe deshalb dieses Setup mit dem Tisch gewählt. Der Laptop ist nicht nur Dekoration, sondern dient dazu, den Teleprompter, den ich zwingend brauche, anzusteuern. Dabei nutze ich eine Billiglösung mit einem über USB angeschlossenen Display-Link-Monitor von Asus, welcher nicht vor, sondern neben dem Objektiv platziert ist. Als Software nutze ich das kostenlose Google Chrome Plugin Teleprompt. Das am schwierigsten zu lösende Thema ist die Beleuchtung der Szene und auch die des Greenscreens. Wenn diese nicht 100% passt, ist es in der Nachbearbeitung fast unmöglich, den Greenscreen sauber freizustellen. Diesbezüglich habe ich wirklich viel herumprobiert, habe YouTube-Videos angeschaut, habe zu guter Letzt aber auch festgestellt, dass auch die Art der Nachbearbeitung eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Dazu aber später mehr. Schlussendlich habe ich ein funktionierendes Setup hingekriegt, indem ich den Abstand vom Tisch zum Greenscreen vergrößert habe, den Greenscreen mit zwei seitlich positionierten LED-Flächenleuchten separat beleuchte und eine zusätzliche LED-Leuchte von hinten oben auf die Szene richte. Von vorne wird die Szene mit der neu angeschafften Godox FV150 150 Watt LED-Leuchte mit montierter Rotolux Deep Octa Softbox ausgeleuchtet. Wichtig ist, dass der Greenscreen so homogen und schattenfrei wie möglich beleuchtet wird und dass das Grün nicht auf Gegenstände reflektiert wird, welche sichtbar bleiben sollen. Aufgenommen werden die Szenen von einer Nikon Z6 auf einen über HDMI angeschlossenen Atomos Ninja V-Recorder. Dabei gibt die Z6 ein logarithmisches 10-Bit Analog-Signal aus, welches der Atomos in ProRes HQ aufnimmt. Aktuell nehme ich in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde auf. Der Bildschirm des Atomos, welcher nach vorne gerichtet ist, dient für mich auch als Kontrollmonitor, nicht zuletzt auch um zu sehen, ob die Aufnahme gestartet hat. Starten und Stoppen der Aufnahme passiert über die Funkfernsteuerung von Yongnuo. Diese Funktion kann so erst seit dem letzten Firmware-Update von Nikon für die Z6 und Z7 mit der Version 3.1 genutzt werden. Davor hatte das für diese Funktionalität benötigte Aktivieren der Auslösetaste für Filmaufnahmen zu Fehlfunktionen der Kamera geführt. Leider kann auch die Nikon Originalfunkfernsteuerung nicht genutzt werden, da der Empfänger mangels Platz nicht gleichzeitig mit dem HDMI-Kabel gesteckt werden kann. Der Ton wird über eine Funkstrecke von Rode direkt vom Empfänger via Audiokabel mit dem Mikrofoneingang der Z6 verbunden. Dadurch werden Probleme mit Audio-Delay vermieden, welche dann auftreten würden, wenn das Audiokabel des Rode-Empfängers direkt mit dem Atomos-Recorder verbunden würde. Alle Komponenten sind übrigens mechanisch mit Produkten von Smalrig am Kamerarig,
welches ebenfalls von SmallRig stammt, angebracht. Wenn dann alle Aufnahmen im Kasten sind, geht es an die Nachbearbeitung am Rechner. Um das zu zeigen, wird kein Greenscreen, sondern eine Screen Recording Software benötigt. Ich nutze für die Nachbearbeitung DaVinci Resolve Studio von Blackmagic und für Screen Recording das Produkt Camtasia von TechSmith. Ich habe nun die Aufnahmen mit dem Greenscreen im Kasten und sitze vor dem Rechner und möchte zeigen, wie diese Videoclips so bearbeitet werden, dass der grüne Hintergrund durch ein beliebiges Bild oder einen weiteren Clip ersetzt werden kann. Ein leeres Projekt ist bereits geöffnet und die Projekteinstellungen sind aus einem Preset geladen. Nun müssen noch die Medien zugefügt werden. Ich füge einen einzelnen Clip aus dem Atomos in 4K ein, benötige aber für die Demos auch noch einen Hintergrund. Zwei Bilder und ein Videoclip sollten genügen. Nun wechsle ich in den Edit-Modus und füge zwei kurze Sequenzen aus dem Vordergrundvideo ein. Ich füge nur das Video ohne Audio ein, da wir Audio für diese Demo nicht benötigen. Der Vordergrundclip wird in die Videospur 2 gelegt, da wir die Spur 1 dann für den Hintergrund benötigen. Da mein Ausgangsmaterial aus der Nikon Z6 und dem Atomos Recorder im Farbraum REC 2020 vorliegt, muss dieses zuerst in den Farbraum REC 709 konvertiert werden. Dazu könnte die von Nikon zur Verfügung gestellte LUT genutzt werden und dies wäre auch der einfachste Weg, wenn wir für diese Aufgabe das Color-Modul nutzen würden. Dieses Vorgehen zeige ich auch als erstes, weise aber jetzt schon darauf hin, dass dies aus meiner Sicht nicht die beste Lösung ist. Wir wechseln also ins Color-Modul und legen als erstes mit Alt-S zwei weitere Nodes an. Auf den ersten Node legen wir die LUT von Nikon. Dies kann über das Kontextmenü vorgenommen werden. Alternativ können wir dafür auch den Effekt Color Space Transformation auf diesen Node legen und bei den Effekteinstellungen im Inspektor entsprechend dem Material einstellen. Diese Methode bringt aus meiner Sicht bessere Resultate und kann so auch mit Fusion genutzt werden. Ich zeige jetzt diese Einstellung, da ich diese genauso dann auch in der Methode mit Fusion nutzen werde. Ich setze den Node mit der LUT zurück und konfiguriere den Effekt im Inspektor. Input Color Space ist in meinem Fall REC 2020, Input Gamma ist Nikon N-Log und Output Color Space, also auch Output Gamma, werden auf REC 709 gesetzt. Auf dem zweiten Node werden dann die generellen Korrekturen wie Helligkeit, Farbsättigung und auch Schärfen vorgenommen. Der dritte Node dient nun noch dazu, den grünen Hintergrund zu eliminieren. Dazu müssen wir zuerst einen Alpha-Kanal zufügen. Rechte Maustaste im Bereich der Nodes und danach verbinden wir den entsprechenden Ausgang des letzten Nodes mit dem Alpha-Kanal. Nun benötigen wir den Qualifier, um den Farbanteil zu bestimmen, welcher schlussendlich transparent sein wird. Dies wird mit dem Color Picker bewerkstelligt. Die nun erzeugte Maske muss noch invertiert werden und dann ist sehr viel Feinarbeit nötig, um eine saubere Freistellung zu erreichen. Mit dem Plus Picker können weitere Farbbereiche aufgenommen werden. Die Ansicht kann mit den Symbolen neben dem Kontrollmonitor so angepasst werden, dass die Maske besser sichtbar ist. Mit all den zusätzlichen Reglern und Hilfsmitteln kann die Freistellung optimiert werden. Ich habe damit aber leider nie ein perfektes Resultat erreicht. Deshalb habe ich eine alternative Methode gesucht und bin bei YouTube fündig geworden. In Fusion gibt es das Modul Delta Gear, welches um einiges bessere Resultate mit weniger Aufwand liefert. Dieses Modul ist unter Effekte bei den Tools im Unterordner Matte zu finden. Oder einfacher mit Shift-Leertaste und dann Delta eingeben und aus der Liste wählen. So habe ich es mit einer Kombination aus Color und Fusion Modul versucht, habe aber auch damit nicht wirklich befriedigende Resultate erzielt. Grund könnte sein, dass in Fusion die Anpassungen des Color Moduls nicht sichtbar sind. Liegt aber vielleicht an einer Einstellung, die ich nicht kenne. Erster Versuch, alles in Fusion zu regeln, hat zu brauchbaren Ergebnissen geführt. Und dies will ich
nun im nächsten Beispiel zeigen. Auf YouTube habe ich auch noch Videos gefunden, welche eine Kombination von CleanPlate und Delta Key nutzen. Habe das auch versucht, wobei damit aber mein neuer Rechner beim Smart Rendering in die Knie gezwungen wurde. Erleichtert war ich dann, als ich ein Video gefunden habe, welches gezeigt hat, dass beim Delta Key die Funktion von CleanPlate mit integriert ist. So habe ich mir aus all den Informationen den nachfolgenden Workflow definiert. Als erstes müssen wir auch bei dieser Vorgehensweise den Farbraum konvertieren. Dazu kann auch in Fusion das Werkzeug mit der Bezeichnung Color Space Transform genutzt werden. Dieses fügen wir als erstes ein und können dann im Inspector wie im Color-Modul die korrekten Werte erfassen. Danach füge ich einen Node für Helligkeit und Kontrast ein und auch da können mit im Inspector mit den Reglern, welche in etwa dem Color-Modul entsprechen, entsprechende Anpassungen vorgenommen werden. Als nächstes füge ich noch einen Node für Schärfen ein. Bei diesem Node muss darauf geachtet werden, dass die Schärfe nicht übertrieben korrigiert wird, da schon kleinste Werte einen massiven Einfluss haben. Ich setze den Wert auf 0,5 und schwäche ihn dann noch zusätzlich ab. Als letztes kommt nun noch der Delta Key, mit welchem die grüne Farbe eliminiert oder auf transparent gesetzt wird. Für den Delta Key nutze ich beide Monitore, wobei der linke auf den Alpha-Kanal gesetzt wird. Zuerst wird mit dem Key-Werkzeug die grüne Farbe aufgenommen. Dazu muss die Maustaste gehalten werden. Ich nutze die Ansicht im Alpha-Kanal und beobachte den Schwarzanteil, um die beste Stelle zu suchen. Danach setze ich die Ansicht auf Primat und kann nun mehrere Bereiche auswählen. Mit dem Arrow-Regler kann eine Feinjustierung vorgenommen werden. Um feine Korrekturen vorzunehmen, kann die Kontrolltaste gedrückt gehalten werden. Auch die Regler Soft Range und Blur können für die Feinjustierung genutzt werden. Nun wird die Ansicht auf Matte gesetzt und mit dem Threshold, Vor- und Background-Regler werden weitere Optimierungen vorgenommen. Zu guter Letzt setze ich die Ansicht auf Final Result und versuche, problematische Stellen mit den Reglern Restore Fringe, Erode, Delayed und Blur zu optimieren. Auch dabei ist es hilfreich, die Regler mit gedrückter Kontrolltaste zu nutzen, da damit feinere Einstellungen möglich sind. Mit Zoom und Verschieben des Ausschnitts sollten kritische Stellen überprüft werden. Wenn alles soweit perfekt aussieht, wechsle ich zurück ins Edit-Modul und ziehe den gewünschten Hintergrund in die Videospur 1 und überprüfe, ob auch da alles sauber aussieht. Ich lege bewusst keine Komposition mit Vorder- und Hintergrund an, da ich nach meinem Dafürhalten mit diesen zwei separaten Videospuren einfacher weitere Spuren dazunehmen und beliebige Überblendungen einfügen kann. Die Render-Cache-Einstellungen sind auf Smart gesetzt, so dass das Rendering immer automatisch nach Änderungen durchgeführt wird. Daraus ergeben sich einige Wartezeiten, dafür kann dann das Resultat ruckelfrei abgespielt werden. Wenn du zu diesem Workflow Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge einbringen möchtest, nutze bitte die Kommentarfunktion. Ich bin in diesem Gebiet ein absoluter Neuling und bin für jeden Hinweis, welcher eine Optimierung bringen könnte, dankbar.